Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Mackie. Ich bin immer noch Alex. Möglicherweise kennst du die Geschichte von dem Ritter Don Quixote, der sich einbildete, irgendwo auf der Welt würde seine Traumfrau in Form einer Prinzessin existieren, die gefangen gehalten wird und er müsste losziehen, um sie zu befreien. So machte sich Don Quixote mit seinem treuen Diener auf den Weg und sie erlebten auch viele Abenteuer. Einmal kamen sie an Windmühlen vorbei und haben sich dann halt, Don Quixote hat sich dann halt eingebildet, das wären Riesen, gegen die er kämpfen müsste. Ja, man muss erstmal Abenteuer bestehen, um sich seine Prinzessin zu verdienen. Erstmal Drachen töten und was weiß ich alles. Und wenn man alle Prüfungen bestanden hat, dann ist man es wert, die Prinzessin zu bekommen. Die alten Geschichten, die alten Vorstellungen. Aber sind sie wirklich so alt? Hast du nicht auch das Gefühl, da draußen ist die eine, die wahre, die richtige für dich und du müsstest sie nur finden? Und dann musst du erstmal Abenteuer bestehen, um diese Frau überhaupt zu verdienen, um zu beweisen, dass du der Mann bist, der diese Frau verdient hat. Man kann ja nicht einfach so eine Frau irgendwie an sich binden, schon gar nicht die Traumfrau. Sind das nicht auch die modernen Märchen, die immer noch in unseren Köpfen herumgeistern? Ja, und unterstützt werden durch wohlmeinende ältere Menschen, die uns in jungen Jahren erzählen, ja, eines Tages wirst du der Richtigen begegnen und dann könnt ihr gar nicht aneinander vorbeigehen. Ja, dann müsst ihr quasi zusammenkommen und eine Beziehung eingehen und heiraten. Und dann wird das Leben erst schön. Oh, wenn ich 1 Euro bekommen hätte für jedes Mal, wo ich so einen Mist gehört habe. Aber du wirst älter. Dann hattest du die eine oder andere Beziehung und dann war es doch so ganz anders. Na, dann war es vielleicht nicht die richtige, dann muss ich vielleicht noch weitersuchen. Ja, und irgendwann bist du schon älter und hast diese richtige, diese eine nie gefunden, weil es sie nicht gibt, weil es sie nur in deiner Gedankenwelt gibt, in deiner Fantasie. Und die realen Beziehungen, die du hattest, die waren traurig, frustrierend und schmerzhaft. Aber da draußen muss sie doch sein, meine Dualseele. Hör auf mit so einem Quatsch, es gibt keine Dualseele. Wenn du verliebt bist, dann bildest du dir ein, dass alles passt und dass alles okay ist und dann werden die unterschiedlichen Themen gar nicht angesprochen und ja, aber wenn diese erste Verliebtheit abklingt, das ist so, als würdest du nach einer durchzechten Nacht nüchtern werden. Und dann guckst du neben dich ins Bett und denkst, was liegt da denn? Was habe ich denn da abgeschleppt? Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich möchte keinen Schmerz, keine Frustration mehr erleben. Dann bleibe ich lieber alleine. Die richtige gibt es sowieso nicht. Warum soll ich dann immer so viel Ärger mit den Falschen haben? Möglicherweise führt dich dein Weg dann irgendwann zu MGTOW, Men Going Their Own Way, Männer, die ihren eigenen Weg gehen. Ja, ich weiß nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist immerhin ein Weg in die Freiheit. Wie viele Männer gibt es, die sich darüber beschweren, dass ihre Frau sie belastet und immer nur jammert und nörgelt und negativ drauf ist? Wenn du andere Leute fragst, die meinen oder vorgeben, sich damit auszukennen, mit Partnerschaften und Beziehungen. Die sagen, geben dir mal 2 Ratschläge. 2. Ja. Ihr müsst immer viel und hart an der Beziehung arbeiten und ihr müsst immer viel miteinander reden. Okay. Und trotzdem gehen die Beziehungen dann in Dutt. Wichtig ist, mach dir keine Illusionen. Es gibt da draußen nicht irgendwo die Prinzessin, die du befreien musst aus ihrer Gefangenschaft.
Es gibt da draußen keine Abenteuer, die du erst bestehen müsstest, um diese Prinzessin dann auch dieser Prinzessin dann auch würdig zu sein. Es gibt viele Frauen da draußen, aber die Suche nach der richtigen, das ist die Suche nach der Nähnadel in einem Heuhaufen. Und nicht in jedem Heuhaufen ist auch tatsächlich die Nähnadel. Und wie lange musst du suchen, um eine Nähnadel, die vielleicht dann tatsächlich da ist, in einem Heuhaufen zu finden? Mach dir keine Illusionen, sondern finde deinen eigenen Weg heraus und gehe deinen eigenen Weg. Es gibt Schlimmeres, als allein zu sein. Wenn du mit dir selbst okay und klar bist, dann ist Einsamkeit überhaupt kein Problem. Wenn Einsamkeit für dich ein Problem ist, dann heißt das, dass du innere Themen hast, die noch nicht verarbeitet sind. Dann musst du daran erstmal arbeiten. Ja, okay, das soll es für heute gewesen sein. Wenn es dir irgendwie geholfen hat, wenn es dich weitergebracht hat, gib einen Daumen, lass ein Abo da. Wenn du möchtest, kannst du auch noch einen guten Kommentar geben. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, alles Gute, dein Alex.